Ja, moin liebe Freunde der postapokalyptischen Strategie und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von KKND, Crush, Kill and Destroy, mit den Mutanten, Evolutionäre, nennt sie wie ihr wollt, wir fahren fort jedenfalls, mit Mission, ich habe nachgeguckt, 10. Genau, Freunde, Mission 10 ist das. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir schon in der 10. Mission sind, aber es ist so, es ist Tatsache. So, ich würde gerne hier mal einen Schmied hinbauen als erstes und dann schon mal ein Kraftwerk. Das erste. Das zweite bauen wir später. Jetzt soll der erstmal den Bunker da einsammeln. So, wir brauchen eine Anzeige fürs Öl. Dankeschön. Ihr seid Team 1, mein Verteidiger-Team. Ja, jetzt kommt er nämlich schon, genau. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt kommt er nämlich schon. So, gleich direkt so ein Teil. Das erste Kraftwerk ist da, das ist gut. Dann bauen wir gleich eine Alchemiehalle. Und gleich schon mal das zweite Kraftwerk. Das kommt dann nämlich hier hin. So. Ja, du lebst. Stell dir vor. So, und dann bauen wir jetzt gleich direkt das wichtigste Gebäude von uns. Das Bestiengehege. Nein. Du fährst erstmal dorthin. Ja, was? Das ist auch nicht so viel. Sehr schön. Und ihr beide kommt zurück zur Basis, bitte. Wir haben nämlich gleich den Mutanten abgeholt. Den Mutanten, die Technologie abgeholt. So, ihr, die machen jetzt erstmal die Technologie fertig. Als erstes gehe ich erstmal auf die Fahrzeuge. Beziehungsweise auf die Bestien. Weil die Bestien scheinen momentan echt besser zu sein als die normalen Fahrzeuge der Mutanten. Evolutionäre. Wie gesagt, nennt sie, wie ihr wollt. Zumindest so, dass wir erstmal das Kriegsmammut freischalten, damit wir schon mal eine einigermaßen adäquate Verteidigung haben. Sehr schön. Jetzt könnten wir es auch ein zweites Mal verbessern. Machen wir aber noch nicht. Ich will erstmal das Radar haben. Und vor allen Dingen will ich gucken, was wir für Türme haben. Vielleicht haben wir ja mittlerweile auch bessere Türme zur Verfügung. Das wäre doch schon mal was. Gleichzeitig fangen wir schon mal an, die ersten Verteidigungseinheiten aufzustellen. Denn es wird sicherlich nicht mehr so lange dauern, dann wird der Gegner auch kommen. So, mir scheint übrigens, habe ich festgestellt, dass die Einheiten gerne mal von den, also die Bots, die wir finden, dass die gerne mal variieren, nicht Mechaniker. Ist er wirklich Mechaniker? Der ist wirklich Mechaniker. Ich dachte gerade, das Spiel verarscht mich. Nein, der heißt wirklich Mechaniker. Unglaublich. So, und dann verbessern wir gleich das Haus nochmal. Das Haupthaus. Wie heißt das? Clanhalle, ne? Genau, Clanhalle. Clan mit K vor allen Dingen. Ich kenne Clan immer eher mit C. Aber okay. Ja, das macht er schon. Alles gut. So, unser Wolfsreiter hier, der kann nochmal weiter erkunden. Ich finde das übrigens sehr interessant, dass es hier tatsächlich funktioniert. Also immer noch. Es funktioniert nach wie vor. Ah, von hier kann er auch kommen. Das ist doof. Hier kann er auch kommen. Alles klar. Das ist natürlich nicht so gut. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Das heißt, wir müssen tatsächlich eigentlich ein bisschen weiter nach oben. Ungefähr hier hin. Damit er nämlich nicht auf die Idee kommt, darüber zu kommen. Auf die blöde Idee. Ach, guck mal, da oben ist auch nochmal Öl. Ja. Ach, guck mal an. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ja, sieh mal einer, guck. Okay, ist noch nicht fertig. Da hat er direkt seine Quelle. Ah, ja, oh Gott, der hat aber massiv ausgebaut. Uiuiuiui. Da kommen die ersten schon. Ja, der hat nicht lange gehalten. Das ist gut. Sehr schön. Der Bot mischt sich auch schön ein, so wie es sich gehört. Das ist sehr gut. Hätte ich den vielleicht doch gar nicht erst bauen brauchen, wa? Den Dings. Nein, egal. Nicht so wichtig. Ich würde das Öl da oben gerne in Anspruch nehmen. Kommt natürlich auch darauf an, wie voll es ist. Also das Öl fällt. Sehr gut. So, dann macht ihr bitte hier mit weiter. Genau. Dann bauen wir auch hier schon mal ein weiteres Kraftwerk. Ah, ich habe gerade kein Geld. Scheiße. Nicht gut. Ja, ich sehe da schon die blaue Lawine. Aber zumindest sehe ich schon mal was. Das ist schon mal gut.
Ihr beide könnt euch schon mal anschließen. Aber so, diese Einheitenmenge, so wie sie bisher kommt, das ist akzeptabel. Wirklich. Zurück. Möglichst nicht so, dass euch... Ach, Mammut, was machst du denn? Lässt dich schön treffen. Was soll das denn? Du sollst dich doch nicht treffen lassen. Ist nicht gut. So, ist das Ding jetzt fertig? Immer noch nicht. Aber fast. Ich setze die beiden mal auf und endlich schon mal. Die haben uns bisher recht gut geholfen. Ich weiß, irgendwann wird auch für die Zeit vorbei sein. Das ist mir schon klar. Vor allen Dingen, weil wir ja auch vielleicht schon die Riesenkrabbe kriegen. Das wäre natürlich cool. Die feuert zwar nicht so viele Raketen wie das Raketenfahrzeug der Überlebenden, aber... Oh, guckt euch das schon wieder an, diese Massen da oben. Das bereitet mir schon wieder Kopfzerbrechen. Aber solange wir dann den Bot dann noch dabei haben, der ist ja immer noch da. Jetzt aber. Könnt ihr bitte erstmal die RPG-Leute da mal weghauen? Danke, ihr seid zu nah an der Verteidigung dran. Ist noch zu früh für einen Angriff. Viel zu früh. Jetzt kommt er wieder mit seinem scheiß Panzer an. Natürlich funktioniert er bei ihm deutlich effizienter als bei mir. Ist ja klar. Ah, unser Bot ist rot. Sehr gut. Nein. Lasst euch nicht ärgern von ihm. Klar meine ich dich. Wen soll ich sonst meinen? Den Typen hinter dir oder was? So, Kraftwerk. Ach, scheiße. Zu langsam. Der alte Mann war wieder zu langsam. So, was können wir denn hier... Oh, wir können den Riesenkäfer bauen. Den bauen wir gleich mit. Genau, den bauen wir am besten auch mal. Ich weiß, ich baue immer mehr. Ja, wir müssen ja. Guckt euch die Masse an, was da kommt. Die KI wird leider auch stärker und stärker von Mission zu Mission. Das ist ja das Problem. Jo, schnell den wegballern. Das sollte kein Problem sein für euch. Jawohl. Ich finde es echt schade, dass die Fahrzeuge sich nicht reparieren, wenn sie rot sind. Das ist echt bedauerlich. Also solange er nur mit kleinen Mist kommt, geht das ja noch. Hauptsache, er kommt nicht mit den richtig Vieh. Oh, der ist voll. Der ist voll, das ist richtig gut. Einmal raufballern. Ich weiß zwar nicht, was gerade zerstört wurde, das auf den. Ich glaube nämlich, dass eine Einheit von mir noch draufgegangen ist. So, seht zu, dass das Kraftwerk gebaut wird, bitte. Danke. So, und jetzt gehen wir ja nur noch auf Einheitenproduktion. Ah, der erste Käfer kommt gleich raus. Der Käfer kann leider nur im Stehen angreifen, deswegen das ist so ein kleiner Nachteil, den er hat. Aber noch läuft es ganz gut. Dafür, dass es Mission 10 ist, kurz vor Mission 11. Mal sehen, wie die Mission dann wird. Kann nur noch schlimmer werden. Ihr seht es ja schon, er kommt schon mit mehr Einheiten. Für den Panzer. Ja, war klar. Vor allem mit so einem kleinen MG, weißt du, es reicht aus, um meinen Kollegen da wegzuhauen. Also, du liebst deine Raketenwerfer, Jungs, ne? Also, der Raketenwerfer bei ihm trifft deutlich besser als bei mir. Komisch ist das. Aber das ist wieder typisch KI. So kenne ich die KI. So nicht anders. So kenne ich sie. Leute, wo bleibt die Kohle? Wir brauchen Kohle. Seht zu, dass die Kohle rankommt. Achso, ich habe das Kraftwerk aus Versehen mit... Ah, aber er fährt von alleine hin. Gut. Er ist schlau genug, von alleine hochzufahren. Ich hoffe, der Käfer hält wirklich, was er verspricht. Guckt euch das an, wie schnell der schon wieder anscheinend produziert. Aber kein Wunder, wenn ich da 100 Milliarden Einheiten da reinschicke, 100 Milliarden Tankwagen, wundert mich das nicht. Und schon wieder dieser scheiß RPG-Werfer. Aber immerhin, ich will mich nicht beschweren, es sind nicht solche Massen, wie man sie sonst kennt von den Mutanten.
Das geht also noch. Das ist noch akzeptabel. Und lasst euch nicht unnötig abschießen, Leute. Wirklich nicht. Danke. Er hat schon so aufs Maul gekriegt, ne? Meine Fresse. Oh, der hat ein anderes Geräusch als die Skorpione. Interessant. Ich hätte gedacht, der Käfer hätte das gleiche Geräusch. Nein, er hat ein anderes. Interessant. Sehr, sehr interessant. Er hat nur viel zu viele Einheiten. Guckt euch das an, was da schon wieder runterkommt. Und vor allem, wie schnell. Also, der muss wirklich so viel Geld kriegen, dass er sich kaum davor retten kann. Ja, natürlich haust du mir wieder meine Einheiten weg. Eieieiei. Ja, also so wie es in der ersten Session war, wird es in der zweiten nicht mehr werden. Das war mir schon von Anfang an klar. Ich versuche mal, dass wir es schaffen, meinen zweiten Tankwagen ranzukriegen. Oben. Wir brauchen mehr Tankwagen. Erst den Raketenwagen, der tut euch mehr weh. Und zurück. Sofort zurückziehen. Lasst euch da nicht lange unnötig provozieren. Sofort zurückziehen. Eieieiei. Können wir denn eigentlich danach noch weiter erforschen? Muss ich gleich mal gucken, wenn er fertig ist. Scheint aber nicht so zu sein. Gut, also mein Tankwagen oben lässt er bisher in Ruhe. Das ist noch gut. Bin mal gespannt. Also ab Stufe 2 müssten die Sammler baubar sein. Also die Tankwagen. Ich sag immer Sammler, Leute. Gewöhnt euch dran. Es sind zwar keine Sammler, ich weiß. Einmal abfangen. Sehr schön. Die Maschine ist einfach schon rot, ey. Scheiße. Warum steht er auch so weit vorne? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum steht er so weit vorne? Ah, Raketenpanzer. Vor allem die Maschine lässt sich ständig davon erwischen, ne? Aber volles Rohr. Ja gut, das geht noch. Und nochmal. Monster Truck, ja, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber er ist nur auf meine Einheiten fokussiert, ne? Nicht auf meinen Ölförderturm. Den ignoriert er anscheinend komplett. Ist wiederum gut, dass er den ignoriert. Schlimmer wäre, wenn er den nämlich angreift. Das würde mich nämlich deutlich mehr treffen, als wenn er nur auf... Na. Schön da bleiben. Aber ihr seht ja schon wieder, mit welchen Massen er schon wieder ankommt, ne? Vor allem innerhalb von kurzer Zeit, ne? Also... Aber es wundert mich ehrlich gesagt nicht, wenn man so viele Tankwagen hat und die alle auf einen schickt. Dann hat man natürlich sehr schnell sehr viel Geld. Oh, wieder so ein Raketenpanzer-Arsch. Ja, und jetzt zerlegt mir gleich zwei Mammuts. Nicht, dass mir schon eines wehtut. Nein, jetzt zerlegt mir gleich zwei. So, ein... Ja, sehr gut. Ich baue mal von den Käfern nicht ganz so viele. Ich glaube, so gut sind sie dann doch nicht. Beziehungsweise das Problem ist, dass sie halt nur feuern, wenn sie stehen. Und nicht, wenn sie laufen. Das ist so ein kleiner Nachteil. Also hier ist es tatsächlich von Einheit zu Einheit sehr unterschiedlich. Okay, können nichts mehr verbessern, alles klar. Ja, ich habe ja aus dem letzten Mal gelernt, ne? Letztes Mal war es ja so, dass wir das nicht verbessert hatten. Dann hat sich herausgestellt, man hätte es machen können, hätte es dadurch wesentlich einfacher gehabt. Speicher mal unter Angriff, auch wenn es kein Angriff ist. Guckt euch den Bot an, ey. Einfach roter Bereich. Das tut einem richtig weh, ehrlich. Das so sehe. Ich würde ihn am liebsten reparieren, aber das Problem ist, ja. Ist immer noch nicht weg. Vor allen Dingen, das Problem ist auch, ihr seht es ja, die schießen sich dauernd gegenseitig. Ist auch so ein Problem, was sie haben.
Oh, wieder so ein Raketenarsch. Ich würde mal gerne mal... Ich baue das Ding mal, spaßeshalber. Ich will mal wissen, ob das Ding hilft oder soweit erforscht werden kann, dass wir den Bot reparieren können. Weil anscheinend funktioniert das so, dass man die Werkstätten so weit verbessern muss, dass die... Wo willst du hin? Du sollst da hoch. Fährt er jetzt dahin? Ja. Meine ich ja wohl. Nein, wir brauchen davon nochmal einen. Guckt euch das an. Der muss zwei Quellen haben und dann beide jeweils voll mit vier Trucks. Weil so schnell wie der Kohle anscheinend rankriegt, das ist Wahnsinn. Bot, es tut mir leid, ich muss dich abziehen. Ich will nicht, dass du zerstört wirst. Du bist mir zu wichtig. Ich kann dich nicht einfach so draufgehen lassen. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich hoffe, dass ich dich noch retten kann. Warum helft ihr eurem Skorpionfreund vorne nicht? Ja, toll. Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Rüsten wir das mal auf. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ja, wie gesagt, die Missionen werden schwerer und es ist Mission 10. Da darf man das durchaus erwarten, dass es heftiger zugeht, weil, wie gesagt... Ja, also ich war selber verdutzt, als ich das vor der Aufnahme gesehen habe, dass wir wirklich schon in Mission 10 sind. Ja. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte eher gedacht, wir wären so in Mission 8 oder so. Aber nee. Mission 10 einfach mal schon. Erst den RPG-Werfer. Der tut euch mehr weh. Sehr schön. Da kommt schon wieder einer. Warum kommen die Käfer eigentlich nicht zum Feuern? Ja, lasst euch noch in die Türme... Ach, Mann. Ja, toll. Warum schickt er jedes Mal einen Raketenpanzer mit? Oh, klasse, ey. Super. Klasse. Oh, es tut richtig weh. Also, ich muss echt sagen, der feldgrößte Käfer, der bringt irgendwie überhaupt nichts. Habe ich so das Gefühl. Nehmen wir mal ganz raus. Der bringt überhaupt nichts. Der Scheiße, der Käfer. Von wegen, der ist gut, der ist kacke. Wenn er steht und feuern kann, dann mag er gut sein. Aber so ist er kacke. Einfach nur kacke. Den kannst du nicht gebrauchen. Echt nicht. Finde ich. Meinst du mich? Ja, die blockieren sich jetzt gegenseitig da erstmal. Super. Soll ich die Monster Trucks mitnehmen? Ja, komm, nehmen wir die Monster Trucks stattdessen mit. Ich mach das mal ein bisschen wie die KI. Masse statt Klasse. Ah, ich kann ihn nicht retten. Scheiße. Ärgerlich. Ich kann ihn nicht retten. Ja, super. Ja, der bringt nicht viel. Ich glaube, dann setze ich lieber auf die Monster Trucks, ganz ehrlich. System bereit. Meinst du mich? Dich halte ich erstmal in Reserve. Oh, da kommt schon wieder so ein Kack-Raketenpanzer angeschissen. Ja gut, wenn das Ziel nah genug ist, dann sind sie gut. Aber das bringt mir ja auch nichts. Bis dato habe ich schon die Hälfte meiner Truppen verloren. Das ist ja nun auch nicht Sinn der Sache. Kombinieren wir das mal so. Das ist eine sehr wilde Kombination. Ich weiß, aber was soll ich machen? Wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Guckt euch das an, der kommt schon wieder mit Streitkräften. Ey, das gibt's nicht. Guckt euch das an. Wie kriegt der so schnell so viele Truppen zusammen? Ja gut, weil er halt da seine
Ölvorkommen zuballert mit Ölwagen. Aber dementsprechend schnell sind sie dann auch leer. Wahrscheinlich sind beide komplett voll. Ja, ist egal, die sind sowieso nur Kanonenfutter, die Monster Trucks. Weil irgendwas Gutes muss an die Truppen rankommen können. So. Siehst du, das hat sich doch schon ein bisschen eher ausgezahlt. Wir brauchen einfach Kanonenfutter. Pyromane, ja, auch nicht schlecht. Nehme ich davon auch mal. Ah, das sind die Saboteure, die Vandalen. Alles klar, das sind die Saboteure. Ja, ich nehme jetzt auch Infanterie mit. Ich versuche eine wilde Kombo. Ich versuche jetzt einfach eine Kombo aufzubauen. Eine Kombo, die stark genug ist, um ihn komplett platt zu machen. Probieren geht über Studieren, Freunde, oder wie war das? Einfach einen wilden Mix mal aufbauen. Weil nur mit Panzern oder nur mit Mammuts oder was auch immer kommst du nicht sehr weit. Das ist mir schon so oft aufgefallen. Und wie man sieht, Masse zahlt sich oftmals aus. Das hat man ja gesehen bei den Gegnern. Ne? Und unsere Ölquellen halten erstmal. Die ist noch am Anfang relativ. Die ist fast leer. Okay. Die hat auch noch ein bisschen was. Und ich will halt meinen Bot nicht verlieren. Bevor wir den nämlich verlieren, das wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn der drauf geht. Er kommt schon wieder. Aber wie gesagt, es sind nicht solche Mengen wie bei der Kampagne zuvor. Also das geht hier, wirklich. Also hier kann man nichts gegen sagen. Die Massen, oder was heißt die Massen? Die Anzahl der Truppen, die er schickt, das ist noch in Ordnung. Ich hoffe, dass das in den anderen Missionen so bleibt. Dass es nicht zu viel wird. Warum fragt ihr die Jungs nicht eigentlich einfach um, wenn ihr nah genug dran seid? Es wäre doch wesentlich einfacher, oder nicht? So. Das meine ich nämlich. Die großen Käfer, die zahlen sich leider nicht so aus. Das ist leider so ein Problem, was die Einheit hat. Die ist sauteuer. Mag vielleicht auch gut sein, wenn sie kein Gegenhindernis hat. Aber so... schwierig.